Tag 33. Seht her, ich habe die Bandagen bekommen. Versorgen wir nur diese Wunde. Ja, und zwar... Amrika blutet. Es sieht aus, als würde sie nicht überleben. Als würde sie es nicht überleben. Nee, die Vermutung habe ich auch. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir uns Bandagen geholt haben, haben wir ja die Möglichkeit, Arika zu verbinden. Was macht er? Er schüttet sich einen Kaffee auf den Kopf, oder was? Das sah ja merkwürdig aus. Wer ist das hier unten? Das ist Slata. Die könnte eigentlich mal hier so ein bisschen mit unserem Kollegen schnacken. Hier, Marin, oder wie er heißt. Der neue Zugezogene. Und... Ja, leg dich mal ins Bett, besser ist das. Und Bruno könnten wir eigentlich auch wohl mal schlafen legen. Ja, wir müssen tatsächlich was zu essen finden. Wir bräuchten, glaube ich, Wasser, damit wir uns nochmal hier ein Süppchen kochen können. Aber wir haben momentan kein Wasser und wir haben auch momentan keine Möglichkeit, das Wasser irgendwie zu schmelzen, glaube ich. Da wir Stickies auch zum Kochen brauchen, ne? Ich weiß, dass du leidest, Marin. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Danke, Schade, das kannst du nicht mehr. Blablabla. Blablabla. Ich denke, wir müssen den Tag beenden. Das wird uns so nichts bringen. Ich glaube, wir haben nichts mehr am Start hier. Außer noch Medikamente und so. Genau, da könnten wir Marin vielleicht mal welche nehmen lassen. Der ist doch auch krank, ne? Der ist leicht krank. Ich glaube, dann brauchen wir nur diese hier. Das homöopathische Zeugs. Homöopathische. Aber die schnacken erst. Ficky facky. Na gut. Sollen sie ihre Unterhaltung zu Ende führen? Aber die reden doch gar nicht mehr. Oder reden die noch? Nö. So. Ich schmeiß mal ein paar Pillen ein. Und ja gut, wir haben ja erst zwei Betten. Wir können ihn leider nicht schlafen lassen, aber wir setzen den gleich wieder auf den Stuhl und dann werde ich den Tag beenden. Denn wir müssen echt ganz dringend Holz oder Bücher oder wir müssen irgendwas zum Verbrennen finden. So, er ist jetzt auf Medikamenten. Das ist schon mal gut. Und dann werde ich jetzt den Tag beenden. Scheiß drauf. Es geht nicht anders. So, unsere Arika schläft natürlich im Bett, das ist ganz klar. Sie ist müde, könnte Wache stehen. Oder? Nee, mit der gehen wir plündern. Er ist erschöpft. Nee, wir gehen mit Bruno plündern. Sie lassen wir Wache stehen und ihn lassen wir schlafen. Genau so machen wir das. Jetzt müssen wir uns nur noch ein nettes Plätzchen suchen. Ja gut, ins Stadtkrankenhaus, da gehen wir besser nicht nochmal rein. Da sind wir nämlich angeschossen worden beim letzten Mal. Und wir haben eigentlich auch schon alles besucht. Wir müssen halt nur noch einen Ort finden, bei dem wir noch nicht so viel rausgeholt haben. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeugs gemacht habe, ey. Irgendwie ist es weg. Ich habe, glaube ich, zu viel getauscht. Ruhiges Haus. Ruhiges Haus. Lebensmittel und Medikamente sind da noch. Ich glaube, das ruhige Haus ist das gewesen, wo das Ehepaar war. Was wir letztes Mal ausgeraubt haben. Und es würde mich ja tatsächlich reizen, entweder in die zerstörte Villa zu gehen oder in das kleine Wohnhaus. Wobei das kleine Wohnhaus war, glaube ich, echt gefährlich. Da rannten sie mit Waffen rum. Wir gehen mal in die zerstörte Villa. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir nehmen natürlich ein... Ja, nehmen wir was. Oh, wir hätten eine Waffe. Die nehmen wir doch mit. Muss ich die denn an... Muss ich die irgendwie nachladen oder sowas? Keine Ahnung. Egal. Wir gehen jetzt das erste Mal auf einen bewaffneten Raubzug. Das habe ich 33 Tage lang vermieden bisher. Eine Waffe zu gebrauchen.
aber langsam ist der Zeitpunkt angekommen, an dem wir unsere Waffe, an dem wir die Waffe mal benutzen sollten auch. Denn ja, unser kleines Grüppchen steht kurz am Kollaps. Achso, müssen wir hier hoch oder was? Ja, ist da jemand? Oh Scheiße, wir sind zu laut. Kommen wir mal wieder runter. Wir müssen uns mal kurz verstecken hier. Der ist natürlich echt laut, der Kollege hier. Der macht ganz gut diese Schallwellen-Dinger. Komm, schieß. Schieß. Schieß doch. Warum schießt der nicht? Was? Wie? Tag 34. Die kalten Tage sind vorbei. Bruno ist tot. Bruno ist tot. Super. Bruno, Marin könnte ein paar Tabletten vertragen und Arika ist immer noch lebensgefährlich verletzt und wir haben keine Bandagen mehr. Jetzt ist Bruno tot. Oh, Mann. Warum hat er denn die Waffe nicht? Warum hat er denn nicht geschossen, so eine Scheiße? Ey, was ist mit ihm los? Marin, warum liegst du auf dem Boden? Komm hier, hau dir mal eine Keule dahinter. Das Latter, so geht das nicht. Das ist natürlich. Ist auch sehr müde. Sie ist natürlich nicht sehr müde, aber sie ist tödlich verletzt. Oh Mann, so eine Kacke. Jetzt ist der Bruno auch noch. Ach, der Bruno war mir eigentlich eh unsympathisch. Den fand ich ein bisschen komisch. Der war sehr. Ja, weiß ich auch nicht. Konnte sich nicht so richtig gut in die Gruppe integrieren, hatte ich das Gefühl. So. Jetzt lassen wir die beiden mal miteinander reden hier. Es hat sowieso keinen Sinn, was miteinander zu reden. Ach, jetzt haben wir die Kleine geweckt. Oh Scheiße, das wollte ich gar nicht. Egal. Ich dachte, das wäre Slata. Ja, ausgerechnet jetzt klopft es an der Tür, oder was? Wer ist das? Ein Verkäufer. Der Bofrostmann ist da. Und wir schleppen uns zur Tür, um das letzte Paket gefrorene Erbsen zu kaufen. Nee, ich glaube, von gefrorenen Sachen haben unsere Bewohner hier genug. Aber es wird jetzt langsam wieder wärmer, das ist, das freut mich natürlich sehr. Wir haben den Winter überlebt. Auch wenn zwei Leute gestorben sind. Ich meine, Pavle ist auch im Winter gestorben, oder war das noch vor dem Winter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ja, und Bruno ist ja auch tot jetzt und Arika steht auch auf der Schippe. So, jetzt gucken wir mal. Was hat er denn hier Schönes? Wir bräuchten natürlich Holz. Ich denke mal, dass Holz günstiger ist wie Stickies. Aber wir haben auch nicht mehr. Aber wir haben Wasser. Guck. Nur guck. Vier davon vielleicht erstmal und eine Bandage. Dann gucken wir mal, was er dafür haben will. Wirklich viel haben wir nicht mehr. Was ist mit dieser ganzen Elektronik? Ist sehr großzügig. Können wir uns noch was mehr schnappen? Nicht wirklich. Vielleicht noch mal einen Schwamm? Zwei? Oh, ich ups. Entschuldigung. Da muss ich mal ganz kurz niesen. Ich glaube, das machen wir. Ich frage mich ja tatsächlich, ob wir die Pistole laden müssen. Also, ist die Pistole eigentlich jetzt noch da oder ist die jetzt weg? Nee, die ist weg. Ja, cool. Dann haben wir auch keine Pistole mehr. Handeln wir jetzt oder was? Haben wir jetzt nicht gehandelt? Habe ich das abgebrochen?
Nee. Dann können wir den mal wegschicken, den Kollegen hier. Mach's gut. Tschüss. Ja, ja. So. Ja, eine Bandage werden wir Arika gleich mal anlegen. So, die beiden sind jetzt auch schon fertig mit Schnacken. Und dann könnte er ja eigentlich... Warum kann er die jetzt... Ach doch, kann er. Hier, verbindet mal ein bisschen Arika. Ach, Arika, komm schon. Du musst kämpfen, Mädel. Kämpf. So, und jetzt legst du dich wieder hin. Wir müssen für Arika echt irgendwie hier so ein Süppchen an den Start kriegen. Ich glaube, das würde ihr ganz gut tun. Und, ist sie auch sehr müde? Ja. Was mich ja wohl interessiert, was ich noch nicht so richtig gecheckt habe, ist, wenn die jetzt im Bett hier liegen und ich den Tag beende, schlafen die dann weiter aus oder hält das quasi da an, wo es jetzt ist, also bei sehr müde? Das wäre mal interessant zu wissen. Aber ich lasse den Tag jetzt nochmal eben schnell zu Ende laufen. Hier ist das sowieso gleich vorbei. Wie geht's ihm eigentlich? Er ist immer noch krank. Genau, er kann sich mal hier Tabletten nehmen. Und sehr müde ist er auch. Also eigentlich... Wir haben eh nicht die Möglichkeit, was zu craften. Und die Stickies, die würde ich jetzt tatsächlich gerne... Also es ist ja nicht so mega kalt. Gut, ich meine 4 Grad ist jetzt nicht tropisch warm, aber... Besser als unter 0. Ja, momentan ist es sehr schwierig für unsere Gruppe. Sehr, sehr schwierig. Okay, komm. Wir hauen jetzt noch unsere letzten Pillen raus. Weil wenn wir hier die Möglichkeit haben... Komm, was zu essen geben wir auch. Wenn wir die Möglichkeit haben, denen hier irgendwelche Medikamente zu geben, ich denke, dann werden die auch welche brauchen. Ja, es ist schwer, ohne Ruhepause zu arbeiten, aber... Das Mädchen zu versorgen, ist doch keine Arbeit. Das kannst du wohl noch eben machen. Ja. So, jetzt ist der Tag gleich vorbei. Und wir müssen wieder los. Sehr hungrig, krank, leicht verletzt, traurig und müde. Wir müssen halt echt leise sein, wenn wir in dieses kleine Wohnhaus gehen. Das war echt... Oder waren wir in der zerstörten Villa? Scheiße. Ne, vor 6 Tagen besucht. Vor einem Tag besucht. Okay, dann gehen wir mal ins kleine Wohnhaus, dann gucken wir mal, was da ist. Die Knarre haben wir jetzt hier leider nicht mehr am Start. Aber gut, was sollen wir machen? Wir müssen plündern gehen. Schleppt sich da verletzt durch. In den letzten Kräften schleppen wir uns. Auf eine Plündertour. Okay. Der bleibt da entweder stehen oder... Der ist nach oben gegangen. Und der geht wahrscheinlich durch die Tür. Okay. Den gehen wir mal hinterher. Vorsichtig natürlich. Ich frage mich ja, wo der stehen geblieben ist. Scheißegal. Wir gehen da jetzt einfach hin. Das eigentlich nicht merken.
sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm schon, geh jetzt nach unten. Verdammte Axt. Er wird sich etwas. Der legt sich jetzt ins Bett oder was? Sehr gut. Das ist auch gut. Der wird hier oben wahrscheinlich bleiben. Ich frage mich, wie das Wetter heute Abend ist. Der geht jetzt nach draußen. Dann hätten wir natürlich ein bisschen Zeit zu gucken. Aber so wie es aussieht, bleibt er da stehen, oder? Na gut, es gibt noch viel zu tun. Zum Beispiel sich die Schuhe zuzubinden. Wow. Hat er uns gesehen? Okay. Scheißdreck. Ja. Komm schon, geh doch mal schneller hier hin. Vielleicht können wir uns noch mal verstecken. Okay, wir können es noch mal probieren. Allerdings haben wir echt nicht mehr viel Zeit jetzt. Oh Mann. Das war natürlich echt wieder knapp jetzt. So ein Cheat. Ich versau's aber auch echt jedes Mal beim Plündern. Das ist echt unglaublich. Ich probiere das jetzt nochmal. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das machen. Und wenn uns Marien auch verreckt, dann hat es für eine gute Sache getan. Oh, schnell, 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 schnell. Und sobald er jetzt gleich hier in diesem Raum wieder ist oder er runtergeht oder was auch immer, muss ich auf jeden Fall hier hingehen und die Sachen durchsuchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum kommt er denn direkt wieder hochgerannt? Schon. Renn doch! Die Sau hat uns den Weg abgeschnitten. Hau ihn, schlag ihn. Tu irgendwas. Oh nein. Marien ist doch gestorben. Tag 35. Cool. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mann, ey. Also ich möchte nicht sagen, dass wir hier auf ein Game Over zulaufen, aber ich glaube, lange wird es nicht mehr dauern hier. Okay, sie denkt, dass sie für heute genug genommen hat. Dann legen wir sie mal hin. Und wir müssen die beiden Mädchen echt jetzt mal irgendwie hier so ein bisschen pennen lassen. Am Boden zerstört. Dieses Fieber, ich fühle mich schrecklich. Was tun, liebe Freunde, was tun? Die sind beide am Arsch. Vielleicht können sie sich gegenseitig nochmal ein bisschen hochreißen. Ich hoffe es zumindest. Aber... ja, was bringt das schon? Wirklich viel bringt das, glaube ich, nicht mehr. Oh Mann, ey. Das ist echt... scheiße. Vielleicht habe ich es falsch angefangen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich irgendwas... anders machen müssen. Ich habe gerade keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe, also ich vermute wirklich, dass ich zu viel Lebensmittel getauscht habe. Also halt immer mit irgendwelchem Stuff, den wir gefunden hätten, womit wir dann halt die Sachen hier aufwerten hätten können. Es wäre vielleicht geschickter gewesen, diese Sachen einfach aufzuwerten. Dass es im Winter wärmer bleibt und keine Ahnung. Man kann, glaube ich, auch die Fenster und sowas vernageln. Was, glaube ich, Plünderer abhält, und man hätte sich vielleicht doch
Man hätte sich vielleicht doch wirklich eine Waffe besorgen müssen. Also ich meine, gut, ich hatte ja jetzt eine Waffe, aber das war ja so eine Nullnummer. Warum der nicht geschossen hat, weiß ich immer noch nicht, der Bruno. Aber da hatten wir keine Chance. Genauso wie jetzt gerade mit Marina. Und kamen sie dann auch zu zweit und was soll man da machen? Er konnte ja auch nicht mehr schnell laufen. Jetzt wäre er mehr durchs Haus gehumpelt als alles andere irgendwie. Für einen Arsch. Zusammengebrochen, die macht nichts mehr. Muss den Tag jetzt beenden, ich will mir das nicht wieder angucken. Ach, jetzt können wir auf einmal wieder überall hin hier. Okay. Hauptplatz. Möglicher Handel. Aber wir haben auch nichts mehr zum Handeln. Also Supermarkt, große Menge Waffen, etwas Teile sind da noch. Vielleicht sollten wir mal in den Supermarkt gehen und gucken. Obwohl 81, da kann nicht mehr viel sein. Vorsicht ist geboten im Reisebüro vor 21 Tagen. Da ist natürlich noch eine ganze Menge. Da gucken wir jetzt einfach mal. Komm, scheiß drauf. Wir können auch nur noch mit Slater plündern, da Arika halt verletzt ist. Vorbereiten. Ja, ne? Gehen wir mal los. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas rausholen können aus dem Schuppen. Hier waren beim letzten Mal, meine ich, aber auch Leute. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, auf diesem Stock. Ja, da unten ging eine Tür gerade. Dann haben wir wahrscheinlich hier auf dieser Seite, wo die Leute sind, da ist auch jemand mit einer Waffe. So, jetzt latscht die einfach mal so nach oben. Okay. Ich hoffe, hier oben ist niemand. Aber hier haben wir zumindest erstmal was zum Looten. Ich hoffe, was Gutes. Bitte lass es was Gutes sein. Boah. Alles nehmen. Ein Messer, eine Schaufel. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, das Messer rüsten wir mal auf. Aus. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich noch ein bisschen weiter oder werde ich das Haus jetzt direkt verlassen? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Nee, da können wir uns nur verstecken. Gut, dann machen wir die Tür mal wieder zu. Da müssen wir ja drauf achten. Komm schon. Beweg dich, Mädel. Oh nein, oh nein. Wir sollten uns verstecken, ganz schnell. Ich habe das Gefühl, der hier kommt jetzt hoch. Ja, sieht tatsächlich so aus. Da müssen wir halt warten, bis er wieder weg ist. Scheiße, wir haben die Tür nicht zugemacht. Oh nein! Oder war die schon vorher auf? Ich bin mir überlegen. Nee, das mache ich nicht. Ich greife ihn jetzt nicht mit dem Messer an. Ich glaube,
Ich glaube, das sollten wir besser lassen. Kannst du jetzt mal abhauen da? Ja, so stehst du da echt scheiße, Kollege. Was sind das denn eigentlich hier für komische Symbole? Was ist das denn? Das will ich jetzt nicht ausprobieren. Reingeflogen. Schade, da ist nix. Da müssen wir das jetzt irgendwie so timen. Den Rest hebe ich für später auf. Okay, da haben wir noch irgendwas drin. Jetzt muss ich halt gucken, wo der hochgeht. Miststück. Hat er uns gesehen? Ne, wir müssen zum Ausgang. Ich werde das jetzt nicht riskieren, hier nochmal reinzugehen. Das wäre echt schlecht. Ich werde dich finden. Wen sucht er denn? Sucht er uns? Ich frage mich auch, was das für Leute sind hier. Also die scheinen... Ja, es scheint ein sehr enges Grüppchen zu sein, die sich nur selbst verteidigen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwas Böses im Sinne haben hier. Komm schon. Geh jetzt. Hat uns zum Glück nicht gefunden. Das war ein bisschen knapp. Okay, cool. Bisschen was haben wir ja gefunden jetzt. Tag 36. Ausbruch von Kriminalität. What? Ja, vor allem seht euch. Ist nur noch eine da. Wir haben zwar nichts zu essen gefunden, aber wir haben Brecheisen und so ein Kram. Jetzt ist sie ganz traurig geworden. Hatten wir hier unten nicht noch irgendwo was, was noch zu war oder so, wo vielleicht noch Essen drin sein könnte? Sie ist auch am Boden zerstört. Sie ist deprimiert. Am Verhungern. Schon. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Warum? Sitzt da und heult. Ficky, ficky. Sie liegt nur noch im Bett. Was sollen wir jetzt machen? Ja, okay. Komm schon. Jetzt geh doch dahin. Mädel, steh auf. Slata, bitte. Kann sie das noch? Nur keine Angst. Ist natürlich jetzt die Frage, nachher ist das also... Ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Was haben wir noch für eine andere... Haben wir noch eine Wahl? Ich glaube nicht. Wir müssen das jetzt riskieren. Und wenn er uns eins auf die Mütze gibt, dann... dann ist das halt so. Gute Neuigkeiten. Okay, erzähl mal. Sie werden es nicht glauben, aber eine Hilfsorganisation hat heute auf dem Marktplatz Essen verteilt. Ich habe schon geglaubt, dass sie uns vergessen haben. Ich nahm so viel, wie sie mir geben konnten. Dann schossen sie Mörser, der Kratzni, auf uns und alle mussten in Deckung gehen. Ich hatte Glück, dass ich es geschafft habe. Ich kann ihnen Folgendes geben. Dreimal eine Dose. Ja?
Passen Sie auf sich auf. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Boah, da kriegt sie jetzt erstmal zwei von. Und danach wird sie Slater mal kurz füttern. So halten wir vielleicht noch einen Tag länger durch in diesem Elend. Sehr schmackhaft, aber sättigend. Okay, einer geht noch. Jetzt ist sie nur noch hungrig und den Rest geben wir an Slater. Wir sollten über eine Beheizung nachdenken. Ja, okay. Ja, weil wenn es kalt ist, sind die auch krank, ne? Vielleicht können wir mit ein bisschen Wärme noch was rausreißen. Ich hoffe es zumindest. Okay, wie geht's Slater jetzt? Ist immer noch sehr hungrig. Komm, du machst mal eben kurz hier Stickies, wenn das geht. Und Slater geht jetzt bitte ins Bett. Ne, die setzt sich wieder hin. Sie wäre lieber tot, anstatt in dieser Hölle weiterzuleben. Scheiß drauf, genau. Kein guter Tag. Ja, was soll ich da jetzt noch großartig zu sagen, ne? Wir sind halt einfach am Arsch. Aber wir haben immerhin 36 Tage überlebt. Ich finde das schon ganz gut. Was? Kannst du nicht noch eben kurz hier... Kannst du nicht noch eben kurz Feuer machen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Alles klar, ich werde jetzt den Tag beenden. Ich habe jetzt noch... eine letzte Sache können wir noch tun. Was? Ich kann jetzt nicht mehr plündern gehen. Deprimiert und verletzt. Bleiben? Oh nein. Tag 37. Marika ist tot. Und Slater wird auch bald das Zeitliche segnen. Sehr hungrig, schwer krank. Schwer verletzt. Am Boden zerstört. Ficky Fucky. Sie macht auch nichts mehr. Die können wir nicht aufwecken. Scheißdreck. Ja, Tag 38. Slater hat Selbstmord begangen. Sie konnte es nicht länger tragen und hat sich das Leben genommen. Du hast nicht überlebt. Bäh, 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 bäh. Du hast nur 38 Tage überlebt. Oh komm. Nur klingt das so. Schade. Also 38 Tage war bis jetzt, also das war bis jetzt mein längstes Spiel. Ich hätte mit Sicherheit vieles, vieles, vieles besser machen können. Aber wie gesagt, ich hatte vorher nur ein oder zwei ganz kurze Spiele und war relativ unvorbereitet. Beim nächsten Mal weiß ich mit Sicherheit mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das Ganze nochmal probieren wollen oder nicht, in so einer Art Season 2. Die Frage geht natürlich jetzt an euch. Wenn ihr das weitersehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das cool fandet mit This War of Mine, dann lasst mir doch einfach nochmal einen Daumen da. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Mich hat es sehr gefreut und ja, ich lasse jetzt kurz noch ein bisschen den Abspann ablaufen und dann sehen wir uns im nächsten Spiel.